Make America Wait Again, das ist hier die Devise, abwarten, zuschauen, wie er ausgezählt wird und vor allem, wie geklagt wird. Donald Trump will nicht akzeptieren, dass er hinten liegt. Er hat seine Anwälte bereits losgeschickt, sein persönlicher Anwalt Rudy Giuliani und Sohn Eric sind in Pennsylvania. Dort möchte man erreichen, dass das Auszählen der Briefwahlstimmen gestoppt wird, denn 1 Million Briefwahlstimmen sind noch offen. Und erfahrungsgemäß liegen die Demokraten vorne. In zwei weiteren Staaten möchte man eine Neuauszählung erzwingen, da der Unterschied zwischen Trump und Biden unter 1% liegt. Und in drei weiteren Staaten klagt Trump deshalb, weil er sich benachteiligt fühlte, dass seine republikanischen Wahlbeobachter nicht zugelassen waren oder nur teilweise zugelassen waren bei der Auszählung. Was möchte er damit erreichen? Er möchte Unsicherheit erzwingen und vor allem, er kann nicht akzeptieren, dass er möglicherweise doch der Verlierer dieser Schicksalswahl werden wird. Er hat im Finale einen fulminanten Wahlkampf hingelegt. Es ist nochmal extrem eng geworden zwischen ihm und Joe Biden, aber das Wahlrecht sieht nun mal vor, dass jene Person, die 270 Wahlmänner erreicht, vorne liegt und das könnte schon relativ bald Joe Biden sein. Fakt ist, Biden hat gemeint, solange nicht alle Stimmen ausgezählt sind, wird es von ihm keine Siegererklärung geben. Jede Stimme zählt, sagte er. So ist es in der Demokratie eben und da heißt es eben abwarten. Ich rechne damit, dass ein vorläufiges Endergebnis im Freitag vorliegen wird. Und nur zur Erinnerung, Klagen, Verzögerungen und vor allem Probleme beim Auszählen gibt es nicht nur hier in Amerika. Das gab es auch in Österreich. Schließlich musste die Bundespräsidentin Wahl in Österreich ja wiederholt werden. Alle haben im Vorfeld auch damit gerechnet, dass es zu heftigen Ausschreitungen kommen könnte, wenn vor allem Trump sich zum Sieger erklärt. Und angespannt war die Situation hier in Washington in der Tat. In der Wahlnacht hat man nicht genau geweißt, schlägt der Frust im ersten Moment, als es so aussah, dass Trump vorne liegen würde, in absolute blanke Wut um. Nun hat sich die Situation zumindest hier in Washington etwas beruhigt. Washington ist eine demokratische Hofburg. Hier hofft man natürlich auf den Sieg von Joe Biden. Also die Geschäfte und die Häuser und die Shoppingcenter, Lokale und Hotels bleiben allerdings verbarrikadiert. Man weiß ja nicht, wie Trump und vor allem seine Anhänger reagieren werden, sollte er tatsächlich sagen müssen, it's all over now. Hier heißt es, wie gesagt, abwarten und zuschauen, was passiert. Ich persönlich rechne damit, dass am Ende des Tages Joe Biden vorne liegen wird. Deswegen habe ich mir auch schon ein neues Kapperl zugelegt. Joe Biden, the next president of the United States of America.